Erstklässler sind nun gut behütet als Verkehrsteilnehmer zu sehen. Das ist ein Thema gleich in Megional. Und in Borstendorf wurden am vergangenen Wochenende gleich mehrere Jubiläen auf ein Festwochenende gelegt. Der Polizeireport und das Glück auf TV-Wetter haben wir außerdem vorbereitet. Also bleiben Sie dran. Wir sehen uns gleich wieder. Bei uns gibt es sie, die günstige Wenignutzer-Flatrate für 17,50 Euro. Surfen Sie mit stabilen 15 Megabit pro Sekunde durchs Netz. Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Drosselung, keine Datenvolumenbegrenzung. Und das für sparsame 17,50 Euro im Monat. Mehr Informationen gibt es bei uns in den Servicebüros in Marienberg auf der Ratsstraße 7, in Eppendorf auf der Karl-Liebknecht-Straße 3 und in Seifen Hauptstraße 95 oder einfach im Netz unter www.erznet.tv. Erznet mit Herz ins Netz. Ich hoffe, Sie sind gut durch diesen fast schon herbstlich anmutenden Tag gekommen. Manche bezeichnen den Donnerstag ja auch als Vizefreitag. Wie man es auch nennt, jetzt ist wieder Zeit für Ihre tägliche Dosis Information. Heute am Donnerstag, dem letzten Tag im Monat August 2023. Willkommen zu Megional hier bei Glück auf TV. Informationen aus unserer Region und für unsere Region dürfen auch am 31. August nicht fehlen. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Die zweite Schulwoche dieses Schuljahres, die neigt sich schon wieder dem Ende. Insbesondere die Erstklässler werden sich aber mittlerweile schon gut eingewöhnt haben. Gefährlich für die Jüngsten ist aber immer noch der Schulweg. Damit die Schulanfänger für andere Verkehrsteilnehmer noch besser wahrgenommen werden können, wurden sie von DEKRA und Verkehrswacht mit roten Caps ausgestattet. Wie die Aktion in der Grundschule Wolkenstein ankam, hat Kevin Preuß für uns eingefangen. Nachdem das neue Schuljahr begonnen hat, sind auch in diesem Jahr in der Bürgerschule Wolkenstein die Erstklässler unterwegs. Diese jungen Schüler sind oft noch nicht so vertraut mit ihrem neuen Schulweg wie die älteren Kinder. Daher ist es besonders wichtig, dass von Autofahrern eine erhöhte Achtsamkeit und Rücksichtnahme erwartet wird. In Zusammenarbeit mit der DEKRA sorgt der Verein auch dafür, dass alle Grundschüler in der Region mit den auffälligen roten Mützen ausgestattet werden. Diese Mützen, die reflektierende Streifen tragen, sind besonders in der dunkleren Jahreszeit ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor. Zum Auftakt des neuen Schuljahres wurden die Kopfbedeckungen stellvertretend für alle Erstklässler in der Region an den neuen Grundschülern in der Bürgerschule Wolkenstein übergeben. Wolkenstein haben wir ausgesucht. Wir machen diese Aktion jedes Jahr an einer anderen Schule im bis dato ehemaligen Kreis Marienberg-Zschobau. Und diesmal war Wolkenstein dran, weil wir das letzte Mal in der genau anderen Richtung waren. Und somit ist es jedes Jahr an einem anderen Standort. Und diesmal war die schöne Bergstadt Wolkenstein dran. Und weil wir uns im Erzgebirge befinden, erhielten die Kinder gleichzeitig auch die passende Wintervariante. Wie war's denn jetzt mit? Gut. Das nicht. Gescheit euch die? Ja. Ja? Hast du noch eine Bombe bitte? Ja. Und die Bombe jetzt auch? Ja. Also ich bin auf jeden Fall zuallererst mal sehr froh drüber, damit man endlich mal wieder ohne Social Distancing die ganzen Menschen wirklich treffen kann und vor allem jetzt hier an der Schule die ganzen Kinder. Wir unterstützen das schon seit 2004, jetzt schon mit 3,5 Millionen verteilten Kappen, um ganz einfach die Sichtbarkeit der Kinder im Straßenverkehr zu erhöhen. Denn nichts ist ja besser als auffallen im Straßenverkehr und damit ist zumindest ein kleiner Schritt getan, um das hervorzuheben. Der Sinn liegt darin, die Kinder im Straßenverkehr sichtbarer zu machen, in diesem Bereich. Das ist schön!
Aber auch in Mittelsachsen wurden die roten Caps den Erstklässlern übergeben. Welche Rolle eine solche Aktion für die DEKRA darstellt, haben unsere Kollegen von Glück auf TV Kanal 9 Erzgebirge bei selbiger Aktion in der Grundschule Oberschöna in Erfahrung gebracht. Wir sind heute hier in Oberschöna und haben an die Erstklässler die roten Mützen verteilt, die wir jedes Jahr an in einem Gebiet Freiberg an über 1000 Schüler verteilen. Die Mützen verteilen wir als DEKRA und als Verkehrswacht zusammen, gesponsert von der DEKRA und verteilt eben von der Verkehrswacht an über 43 Grundschulen jetzt im Gebiet hier verteilt. Und das haben wir heute hier offiziell gemacht für die Erstklässler. Also hier im Gebiet Freiberg sind es 1300 Mützen, die wir an die Grundschüler verteilen. Die haben wir jetzt vor den Sommerferien an die Grundschulen überall ausgefahren, um sie jetzt, damit die Grundschüler die jetzt zum Schulanfang bekommen konnten. Wir wollen damit natürlich mit der roten Signalfarbe und diesen Leuchtstreifen, die an der Mütze dran sind, da wollen wir natürlich die Sichtbarkeit verbessern. Dass die Erstklässler, die ja jetzt neu im Straßenverkehr sich bewegen, regelmäßig, morgens und nachmittags, dass sie halt also ein Stück weit zu einem besseren Schulweg beitragen, zur besseren Sichtbarkeit auf dem Schulweg. In dem Moment müssen wir natürlich auch gleich an die Autofahrer appellieren, dass sie auch Obacht geben, weil jetzt neue Verkehrsteilnehmer mit sich im Straßenverkehr bewegen und die sicherlich auch noch unsicher sind teilweise. Genau, und das ist unser Beitrag eben. Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger besuchte kürzlich einen Ball im russischen St. Petersburg. Seine Teilnahme und das Grußwort, welches er im Rahmen der Veranstaltung öffentlich hielt, sorgte nicht nur in der Silberstadt, sondern bundesweit für Schlagzeilen. In Freiberg hört man dazu unterschiedliche Meinungen. Vor der Kamera äußerten sich folgende zwei Damen zum Thema. Sie haben mitbekommen, dass Herr Krüger, der Oberbürgermeister von Freiberg in St. Petersburg ist, war. Was ist Ihre Meinung dazu? Es ist einfach ungeschickt von ihm. Also ich kann es nicht anders sagen. Also er muss sich überlegen, ob er Oberbürgermeister ist. Er kann hier als Privatperson fahren, ist meine Meinung. Also ich halte es nicht für gut. Wie bewerten Sie denn das Ganze auch vor allen Dingen in Kriegszeiten, gerade nun Russland und Ukraine und Herr Krüger besucht dann Russland? Ich meine, die Stadt Freiberg hat schon lange Beziehungen zu Russland. Vielleicht man hofft doch, dass es mal wieder so wird, irgendwann mal. Aber in der jetzigen Situation halte ich es absolut für unpassend. Eine letzte Frage. Was glauben Sie denn, wie wird die Bevölkerung Herr Krüger hier empfangen? Ich denke mal, es ist gespalten. Gut. Man hat heute die Kommentare der AfD gesehen. Okay, aber er ist ein erwachsener Mann, der muss wissen, was er tut. Sie haben mitbekommen als Freibergerin, dass sozusagen Sven Krüger, unser Oberbürgermeister, nun in St. Petersburg ist. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich war erstaunt, weil ich seine Botschaft jetzt noch nicht so richtig kenne. Ich kenne ja auch nur das, was durch die Medien geht. Ich würde mich gerne erst selber noch mit ihm über unterhalten, bevor ich mir ein abschließendes Urteil erlauben kann. Ich denke, er ist in Botschaftsfragen unterwegs, also sprich die Universität und wir haben auch Künstler aus Russland. Ohne jetzt irgendwas verallgemeinern zu wollen, würde ich mir erst mal seine eigenen Statements, seine eigene Meinung dazu anhören, bevor ich mich lobend oder abfällig in irgendeiner Art und Weise äußere, jedenfalls über diese Tatsache. Glauben Sie denn, dass Herr Krüger in Freiberg nicht so gut dadurch empfangen wird? Oder was denken Sie darüber? Es wird immer viele Leute geben, die sich im Vorfeld eine Meinung gebildet haben. Er wird auf kontroverse Sachen stoßen, aber auch wahrscheinlich von Meinungsmachern, die sich auch nicht informiert haben, beziehungsweise die bis dahin auch nur in Augenschein getreten sind, indem sie über irgendwas geredet haben, ohne Fußstapfen selbst zu hinterlassen. Glauben Sie, das könnte eventuell eine Einflussnahme auf einer eventuellen Wahl betreffen oder was glauben Sie? Dafür ist erstens die Wahl noch zu weit weg, das denke ich nicht, denn meistens, was heute in der Zeitung steht, ist morgens vergessen. Und gut, wenn noch ein bisschen länger drüber geredet wird, ist es in Ordnung. Die Wahl wird das nicht beeinflussen und ich muss ganz ehrlich sagen, Sven Krüger hat für unsere Stadt so viel Gutes getan, das darf man jetzt mal nicht vergessen. Und wie gesagt, die Aussage seiner Reise und die Begründung, die wird er uns im Nachgang noch liefern. Das vergangene Wochenende war ja geprägt von vielen Festen und Feierlichkeiten in der Region. In Borstendorf war man clever und hat gleich mehrere Jubiläen auf ein Wochenende zusammengelegt,
und so gemeinsam ein ganzes Festwochenende organisiert. Ein Höhepunkt war der Samstagabend, als die Lokalmatadoren ihre Jubiläen feierten. Sowohl die Jump Crew als auch die Band Overflight brachten das Festzelt zum Beben. Kevin Preuß und Danny Obst haben sich mit unter das Publikum gemischt. Heute hier in Borstendorf am 26. August 2023. Und zwar Borstendorf feiert heute 645 Jahre. Warum das so ist, das erfahren wir gleich. Und aber nicht nur Borstendorf feiert Jubiläum, sondern auch eine Band, die hier heute auftritt. Der Sache gehen wir mal auf den Grund und da schauen wir uns mal um. Ja, Katrin, 645 Jahre ist ja nicht nichts Halbes und nichts Ganzes. Warum? Was ist der Anlass? Der Anlass ist, dass unser Ortsteil, oder der Ort Borstendorf, 645 Jahre alt wird, also Geburtstag hat quasi. Und wir haben aber mehrere Jubiläen. Also zu dieser Geburtstagseinladung gehört auch noch die Einladung zu 95 Jahre Freibad Borstendorf. Es zählt 25 Jahre Liveband Overflight aus Borstendorf mit dazu. Und ja, bescheidene 15 Jahre Showgarnet Jump Crew ebenfalls aus Borstendorf. Und das haben wir hier als Anlass genommen, um ein ja, richtig tolles Festwochenende zu organisieren. Ja, das ist eine Showtanzgruppe. Wir haben uns 2008 gegründet, ganz traditionell wie die vielen Showtanzgruppen aus der Funkengarde hervorgegangen, vom Flossmüller Karnevalsverein, haben uns immer weiterentwickelt, haben uns ganz verschiedene Tanzstile angeeignet, unter anderem auch den Jumpstyle und deswegen der Name auch Jump Crew. Es sind auch wirklich Jungs dabei, ganz genau. Es ist eine geringe Anzahl von Jungs und da mache ich gleich mal Werbung. Also herzlich willkommen. Wir machen nicht nur langweilige Mädchentänze, nein, auch Breakdance, Jumpstyle, ein bisschen Akrobatik. Das gehört alles mit dazu. Und ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der gerne bei uns mitmachen will. Hauptsache Spaß am Tanzen. Ja, wir befinden uns jetzt hier im Backstage bei Overflight und ja, na erzählt mal, was habt ihr denn so für Musik mitgebracht? Ja, was haben wir für Musik mitgebracht? Alles bunt durchgemischt, alles Covermucke von früher bis heute, alles durchgemischt und ich denke, für alle was dabei auf jeden Fall. Nun feiert ihr ja heute ein Jubiläum, was ist denn das für eins? Es ist 25-jähriges Dienstjubiläum, will ich das mal so nennen. Und genau vor 25 Jahren haben wir genau hier an dem Ort angefangen als Jugendliche und haben halt gesagt, wir wollen gerne Musik machen. Und da ist halt, denke ich, was Gutes daraus entstanden. Also es ist schön, sag ich mal, über die lange Zeit auch die Leute so am Ball zu halten. Ja, und was waren so die Highlights in den 25 Jahren? Fällt euch da was ein? Ich denke, als so lange, wenn man so lange Musik zusammen macht, hat man ja auch Höhen und Tiefen. Aber es gibt ja auch schöne Momente, wo man immer dran denkt, ach, weißt du noch das und das? Also als großes Highlight natürlich vor 5 Jahren schon unser 20-jähriges Jubiläum, was wir genau hier heute gefeiert haben. War eine richtig geile Fete.
Festzelt voll, knapp 1000 Leute hier. Genau. Es gibt viele Geschichten und es ist angefangen von Hochzeiten, Geburtstagsfeiern bis hin zu wirklich großen Events. Also wir waren auch mal in Brandenburg bei so einem Festival, was eigentlich mehr aus der Not heraus entstanden ist. Aber es wird sich sicherlich jeder sich daran erinnern, weil die Organisation hat dort vorne hinten nicht gepasst. Damals so Verstärker und Boxen und was weiß ich alles. Mit dem Moped-Anhänger durch 3 Kilometer Sandboden zahlen müssen, bis irgendwo eine Biene mal kam. Also das war schon, und das war wirklich 30 Grad Hitze. Und, aber sonst abends dann die Veranstaltung war ganz gut, aber das Ganze drumherum hat halt nicht so gepasst. Ansonsten sind wir auch viel rumgekommen. Also wie gesagt, Brandenburg, an der Nordsee waren wir rum. In Milrose war eine schöne Hochzeit bei Frankfurt oder ansonsten auch viele Auftritte hier bei sämtlichen Dorffesten, Vereinsfesten. Also vieles hat man irgendwo vergessen, weil man könnte das alles gar nicht merken. Was auch ein sehr schönes Highlight war, eigentlich mit das Größte, war im ehemaligen Kulturhaus zur damaligen Euro-Währungsumstellung das Jahr. Dort waren wirklich 500 Leute auf dem Saal und da haben wir dort Silvester gerockt. Das war ich, das waren die Leute aus dem Ort auch sicherlich nie vergessen. Also wir hatten vor 5 Jahren zum 20-Jährigen die Idee gehabt, wir machen ein lustiges Fan-T-Shirt. Da haben wir halt gesagt, okay, wir schreiben drauf 20 Jahre Sex, Drugs and Rock'n'Roll heißt es eigentlich. Wir haben gesagt, okay, 20 Jahre Sex, Drugs and Sausage Rolls, machen wir, ist ja auch ein bisschen filliger geworden. Und jetzt zum 25. haben wir halt gesagt, wir machen daraus More Sausage Rolls, weil es haben alle noch ein bisschen zugelegt. Das ist eigentlich die lustige Geschichte. Und sind auch tatsächlich etliche T-Shirts verkauft worden. Aber es gibt ja einen besonderen Grund, ne, warum ihr heute hier das Jubiläum feiert, weil ihr euch hier gegründet habt. Ne? Weil es sind ja schon einige Fans da. Und was erwartet ihr euch heute von dem Abend? Also ich erwarte, wenn das ist wenigstens so wird wie vor 5 Jahren, da waren wir schon völlig geplättet. Also es war sehr emotional, muss ich dazu sagen. Da sind Leute da gewesen mit selbst gestrickten Schals von Oberfleiz. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen und das hat mich echt berührt. Und ich denke mal, dass es heute ähnlich sein wird. Das wäre cool. Auf die nächsten 25 Jahre, was denkt ihr? Naja, more sausage rolls. More, more. Ich bin aus Köln gekommen. Ich komme ja ursprünglich aus Borstendorf, wir wohnen jetzt dort. Das Event war mir das wert. Also es ist mein Schwager und ich bin richtig stolz darauf, dass die 25 Jahre das durchgehalten haben und Musik machen. Und man sieht ja, was hier los ist. Also einfach super. Und das war mir das wert, die Kilometer zu fahren und heute hier zu sein. Ich freue mich. Weil ich hier groß geworden bin. Ich bin 1970 hier auf der Welt gekommen, also nicht hier noch, aber in, ja, bin hier groß geworden einfach. Das ist mein Dorf, das ist meine Heimat. Wenn was los ist, muss man herkommen und man kann auch mitmachen. Man kann sich ja eindenken, man muss ja nicht immer bloß sitzen, man kann sich ja aktiv beteiligen. Auf was freust du dich denn heute eigentlich am meisten? Auf die Jump Crew und den Wildensteiner Sportverein. Die gibt es ja nur 15 Jahre schon. Und ja, da sind unsere Mädels quasi mit Gründungsmitglieder gewesen. Und gucken wir mal, was aus dem Verein geworden ist. Na, weil hier der Bus abgeht. 3 Jubiläum auf einen Schlag. Überdacht. Wir können hier bleiben, uns reicht es nicht. Auf die Jump Crew, auf meine Enkelkinder und auf meinen Schwiegersohn in der Band. Weil ich aus Bustendorf stamme und jetzt schon viele Jahre in Leipzig wohne und meine Enkeltochter mit hier tanzt. Und mit meiner kleinen Enkeltochter war ich heute Nachmittag schon im Bad zum Kinderfest. Es war sehr, sehr schön. Also Hut ab, wer das organisiert hat. Also viele Leute wiedersehen. Und, ja, weil es einfach schön ist, wieder mal unter Leute zu sein, fortzugehen. Und das auch zu würdigen, was alle so auf die Beine stellen, ist ja ringsherum auch nicht mehr so viel los. Und das genießen wir heute. Bam, bam, bam.
Bevor wir gleich die prallgefüllte Polizeimappe öffnen, habe ich noch einen Hinweis für Sie, bei dem Sie bares Geld sparen können. Wenn Sie am morgigen Freitag die Fritz-Reuter-Straße in Gehlenau oder in Chemnitz die Kauffahrt Hai befahren müssen, dann passen Sie auf und halten sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten. Es könnten sonst ungeplante Ausgaben auf Sie zukommen. Aber generell müssen Sie natürlich auch an vielen anderen Stellen jederzeit mit Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen rechnen. Freiberg, Musikanlagen bei Einbruch erbeutet. Zwischen dem 28. August 16.50 Uhr und 29. August 7.30 Uhr sind Unbekannte in der Karl-Kegel-Straße in ein Vereinsgebäude eingestiegen. Aus dem Inneren erbeuteten die Einbrecher letztlich zwei Musikanlagen samt Zubehör im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Abermals Freiberg. Zusammenstoß in einer Kurve. In einer Kurve der Lessingstraße geriet am Dienstagnachmittag ein Pkw Ford auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beziffert sich insgesamt auf etwa 10.000 Euro. Seida. Autos kollidierten, zwei Personen schwer verletzt. Am Dienstagnachmittag befuhren die 59-jährige Fahrerin eines Pkw Seat und der 50-jährige Fahrer eines Pkw Audi die Staatsstraße 207 aus Richtung Seida in Richtung Dörntal. Auf Höhe der Einmündung Kreisstraße 7734 Abzweig Vogtsdorf bog der Audi-Fahrer nach links in eine Feldzufahrt ab. Gleichzeitig überholte die Seat-Fahrerin den Audi. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos, wonach der Seat nach links von der Fahrbahn abkam und auf der rechten Fahrzeugseite im angrenzenden Graben liegen blieb. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf insgesamt etwa 18.000 Euro. Groß-Olbersdorf. Mehrere Keller aufgebrochen und Beute gemacht. Der Polizei wurden am Mittwoch mehrere Kellereinbrüche gemeldet. Dabei hatten sich die Täter in der Nacht von Montag zu Dienstag jeweils Zutritt in die Mehrfamilienhäuser verschafft und dort dann mehrere Verschläge aufgebrochen. In der Hauptstraße öffneten sie so drei Abteile und entwendeten daraus Elektrowerkzeuge. Acht Keller brachen die Einbrecher im Hohndorfer Kirchweg auf und machten aus vier davon Beute. Elektrowerkzeuge und ferngesteuerte Autos. Bei den Einbrüchen entstand nach dem bisherigen Kenntnisstand ein Stehlschaden von insgesamt rund 3.500 Euro. Angaben zum einbruchsbedingten Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei ermittelt indes wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Marienberg. Unfall beim Überholen. Am Dienstagmittag befuhr der 58-jährige Fahrer eines Pkw Ford die Bundesstraße 174 aus Richtung Heinsebank in Richtung Reizenhain. Als er nach links in eine Grundstückszufahrt abbog, kam es zur Kollision mit einem Pkw Skoda, dessen 41-jähriger Fahrer andere Fahrzeuge überholte. Der Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Skoda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Gegen Ende unserer Sendung müssen wir natürlich noch eine Frage beantworten. Richtig, die nach dem Wetter. Danny Obst nebenan im Wetterstudio, was macht denn der Spätsommer? Oder stellt sich vielleicht sogar der Herbst ein? Ja, liebe Zuschauer, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Herbst. Und zurzeit bekommen wir die volle Ladung spätsommerliches Wetter ab. Ja, laut den Wetterprognosen wird sich dies aber erstmal nicht wirklich ändern. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich im Regionalwetterstudio. Ja, wie bereits gesagt, stecken wir voll im Spätsommer und der Herbst bahnt sich an. Die Tage werden trüber, die Temperaturen sinken. Im Großen und Ganzen ist es einfach nur ungemütlich. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie das Wetter während und nach der Ausstrahlung unserer heutigen Sendung so wird und wie sich das Ganze dann über die restliche Woche weiterentwickelt. Beginnen wir einfach mal mit der heutigen Nacht. Ja, heute Abend soll es wohl erstmal wieder aufziehen, in der Nacht kommen dann aber wieder die Wolken zurück und die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf 90%, also ist jedenfalls mit Regen zu rechnen und der Mond wird mit seiner vollen Pracht vermutlich nur zufällig zu sehen sein.
Ja, die Temperaturen, die sinken dann wieder und liegen im Bereich von 11 bis 10 Grad. Der Wind kommt dann hierbei nur schwach aus dem Südwesten mit um die 6 Kilometern die Stunde. Also kann man sagen, dass es wieder sehr frisch wird. Gucken wir mal, wie es morgen wird. Ja, morgen geht das Ganze dann nach dem Sonnenaufgang um 6.20 Uhr schmuddelig weiter, denn dieser wird nur bedingt zu sehen sein. Am Morgen bleibt der Himmel dann weitestgehend bedeckt. Und Regen soll aber erstmal keiner kommen. Gegen Mittag soll sich das Ganze aber dann ändern, denn die Regenwahrscheinlichkeit steigt dann dabei auf 90% und die Temperaturen bewegen sich im Bereich von 15 Grad Celsius und diese sollten dann aber auch nicht unter 14 Grad sinken. Ja, der Wind, der weht dann morgen frisch aus dem Südwesten mit um die 9 Kilometern die Stunde. Schauen wir nun mal, wie das Wetter dann am Wochenende wird. Hier ist unser Ausblick. Ja, der Start ins Wochenende bleibt trübe, die Wolken bilden eine Decke und die Gewitterwahrscheinlichkeit steigt laut Wetterradar. Es kann also am Samstag alles passieren. Es wird jedoch nur eine Sonnenstunde erwartet und die Temperaturen sollen wohl mal wieder etwas steigen. Diese schwanken dann zwischen 18 und 13 Grad. Der Wind weht dann am Samstag nur schwach aus dem Westen mit um die 6 Kilometern die Stunde. Also sollte man von einer Unternehmung im Freien eher absehen. Am Sonntag sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Es wird wieder etwas freundlicher. Die Sonne zeigt sich öfters. Es werden jedoch gerade mal 2 Sonnenstunden erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit geht natürlich dann auch zurück. Diese liegt dann gerade mal bei 20%. Zudem ist dann mit einem Anstieg der Temperaturen zu rechnen. Diese sollen laut Wetterradar bis zu 18 Grad Celsius ansteigen. Ja, jedoch sollten dann die aber nicht unter 11 Grad sinken und der Wind weht dann nur schwach aus dem Süden mit um die 6 Kilometern die Stunde. Also sollte eine Unternehmung im Freien erstmal nichts im Wege stehen. Und damit, liebe Zuschauer, war es das auch schon wieder mit dem Regionalwetter für heute. Ich wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Abend, später dann eine gute Nacht und nun zurück zu dir, Thorsten. Danny, vielen Dank für die Wetteraussichten und dir jetzt einen schönen Feierabend. Liebe Zuschauer, das war der Donnerstag bei Regional. So schnell geht's. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Werfen Sie doch einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse www.glückauf.tv. Dort finden Sie unseren Livestream, ausgewählte Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen, wünsche einen schönen Abend und später dann eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut.